Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Hauke Tobey. Wir sind in Folge 2 in unserem wunderschönen Alfa Romeo unterwegs, Rennen 2. Und ja, was gibt's zu sagen? Bahrain, das erste Rennen als Rookie in der Formel 1. Platz 11 abgeschlossen. Ich meine, wir sind auf Platz 14 gestartet, wenn ich mich nicht ganz irre, aber ich werde euch dieses Video eben hier oben verlinken, auf jeden Fall, damit ihr euch Folge 1 reinziehen könnt und auf jeden Fall auf dem Laufenden bleibt. Wir werden jetzt hier auch ein oder andere Veränderungen am Auto vornehmen, das heißt, wir werden hier bei der Aerodynamik mal reinschauen, denn da haben wir gemerkt in Bahrain, unser Auto ist einfach noch ein bisschen unstabil. Das Setup greift einfach nicht in langgezogenen Kurven, egal ob langsam oder schnell. Da müssen wir echt vorsichtig sein. Strapazierfähigkeit, da haben wir gesehen bei McLaren, bei Lando Norris aus Folge 1. Ich spreche es nochmal an, aber auch das letzte Mal jetzt im Intro. Wir müssen uns auf die Strapazierfähigkeit dieses Jahr fokussieren und auf die Aerodynamik. Logischerweise das Chassis und der Antrieb muss auch mitkommen. Aber das Aerodynamische und die Strapazierfähigkeit ist dann doch erstmal mit das, was wir erstmal im Auge behalten müssen. Gehen wir mal auf den Verschleiß drauf ein. Also, ja, das ist Wahnsinn. Der Verbrennungsmotor schon 5%. Da sind einfach nur 124 Runden drauf. Auf 5% beim Motor, bei der Generator-Unit. Ja, alles ist recht. Alles ist recht gleich vom Abbau her. Ja, wir sind auf Platz 11 ins Ziel gekommen. Deswegen stehen wir auch auf Platz 11. Alfa Romeo leider keine Punkte geholt. Guan Yu Zhou ist in Rennen 1 auch tatsächlich 19. also letzter geworden, aber wir haben den Teammate geschlagen. Das ist das Wichtigste. Was haben wir für nah? Wir haben keine Nachrichten. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall weiter hier. Hier geht's jetzt weiter. Diese Woche ein schwerwiegendes Problem bei der Herstellung und alle Entwicklungen sind fehlgeschlagen. Ganz ehrlich, wir fahren mal eine Pirelli Hauptlab. Einfach nur, um da auch ja, Ansehen zu gewinnen. Das ist ja wichtig für so eine Fahrerkarriere, dass man auch gesehen wird. Und da werde ich euch auch dann ein kleinen Teil von zeigen in diesem Video. Alter, diese Pirelli Hot Labs sind ja crazy. Alter. Digga! Alter! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Silber gekriegt, okay? Die nehmen wir mit. Ich glaube 500 Anerkennung ist das. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir definitiv mit. Und da sitzen wir doch am Arbeitsplatz. Da gehen wir doch mal rein. Wir haben eine Nachricht gekriegt. Wochenendvorschau. Ich habe den Überblick über den Grand Prix an diesem Wochenende angehangen. Wenn jemand Fragen haben sollte, findet ihr mich im Rechenzentrum. Danke. Pierre, Entwicklung fehlgeschwankt. Zweite Flügelklappe. Yo, haben wir mitgekriegt. Und Jeff, das Wetter ist auf jeden Fall trocken. Hallo Leute und herzlich willkommen zum Rennen 2 meiner Solo-Karriere. Wir sind auf dem Jeddah Corniche Circuit unterwegs. Mit dem Alfa Romeo und hoffen auch heute wieder meinen Teamkollegen zu schlagen, den Guan Yu Zhou. Und hoffen, unsere ersten Punkte zu holen, denn wir sind wirklich einen Platz im Bahrain dran gescheitert. Ich werde euch nochmal dieses Video hier oben verlinken. Könnt ihr euch Folge 1 auf jeden Fall mal anschauen, wie da die Ergebnisse waren und wie da das Rennen und das Quali verlief. Und gehen wir jetzt auf die Strecke und fahren das Blitzquali. Let's go! Jetzt müssen wir pushen, jetzt müssen wir pushen. Hier verlieren wir sehr, sehr viel Zeit aufgrund der Aerodynamik. Fahren aber jetzt gerade eine ganz gute Runde. Mann, hat der Ferrari viel Traktion. Wahnsinn. Wir sehen ja Leclercs Geist hier gerade, der auf P1 liegt gerade. Auch hier, wir kommen schlecht raus. Wir haben sehr, sehr schlechte Traktion.
Boah, ich will gar nicht. Boah, ich hoffe, das wird eine gute Runde. Verkürzen jetzt den Weg zur Linie und hoffen, dass wir hier ein richtig gutes Ergebnis. Tobey, that's P7. That's P7. Boah, hoffen wir, dass wir morgen auf jeden Fall in den Punkten bleiben können. Wir stehen hinter den Mercedes, Jungs. We're here today on the shores of the Red Sea in the Lower Hejaz Mountains to visit one of the newest circuits on the Formula One calendar. We're in Jeddah, home to what we all hope is going to be a thrilling Saudi Arabian Grand Prix. So let's take a look at the topographical map of the Jeddah Street Circuit. As you can see, a number of challenging corners for the drivers to master here. We'll see just how much the teams have benefited from their time spent in practice this weekend. And like many street circuits, this track has the potential to punish drivers that get it wrong. Let's hope we avoid any safety cars today. Saison 1, Rennen 2, Startplatz 7, bestes Ergebnis in unserer noch jungen Formel 1 Karriere. Let's go! Sainz hatte auch Probleme. Den haben wir uns jetzt geschnappt. Sainz ist aber auch sofort dran, ne? Der will sofort auch reingehen, aber wir müssen ihn auch gar nicht verteidigen. Das ist ja rein theoretisch gar nicht unser Matchup, aber der hat richtig Probleme sogar. So, und jetzt laufen wir gleich auf Russell auf, aber Sainz fährt auch eine ganz, ganz andere Strategie mit Mediums. Holen wir uns Track Limits einmal ab. Sehr, sehr schwierig mit dem Alpha hier durch den ersten Sektor zu kommen. Da setzen wir auf und jetzt ist Carlos dran. Ja, jetzt geht's Carlos Sainz auch easy dran vorbei. Oder auch nicht. Wir können vielleicht sogar noch eine Runde mithalten. Ah, da hat er schon viel, viel besseren Exit als wir gehabt. Carlos squeezes us. Auf P7, da wo wir gestartet sind. Ich glaube, so langsam weiß ich als Rookie, wie ich den Alfa Romeo ein bisschen bändigen muss. Der S geht wieder auf. Bisschen ERS hinzuschalten. Carlos verteidigt die Innenseite. Boah. Around the outside on Carlos. What a move. Good job. Good job. Now you're in P6. Ah, da kommt Carlos mit ganz großen Schritten. What a move on Sainz again! We're defending like a lion! We're going to do an overcut! Tobey, we're going to do an overcut! Plan A plus one! Plan A plus one! Gucken, was das Team für mich da ausgerechnet hat. Wir müssen jetzt unsere Batterie ein bisschen verwenden. Oh, come on, good stop! Come on! We need a good stop, man!
Jetzt! Guan Yu is coming in for his stop now. Good stop. Look after these tires now. We want to finish the race on this compound. Da kommt der Instructor ans Radio. Tire grip is there. Tire grip is there. You can push now. Power unit looks fine. Tobey, you can push. Wenn der Instructor sagt, dass wir pushen können, dann können wir pushen. Wir sind jetzt an Stroll dran. Wir sagen, fragen einmal nach. Fahrer vor mir. Please repeat, you're breaking up. Fahrer vor mir. Old mediums, okay. We need to push. Und dann holen wir uns Stroll ab. Einmal einen Dummy setzen und dann gehen wir innen dran vorbei. Lassen ihn natürlich den Respektabstand. Sehr, sehr gutes Manöver da von Tobey. P8, back in P8. Good move, Tobey. Yeah, let's go, let's go. P8 ist bis jetzt ein gutes Ergebnis für uns, von der noch so jungen Formel 1 Karriere von uns. Kommen sogar vor Sainz raus. Was hat Ferrari da gemacht? Sehr, sehr gute Strategie von Alfa Romeo Team. Thanks for the strategy, guys. Was amazing. Just keep your head in the game. Sagt mein Instructor. Just keep your head in the game. Focus on driving, man. The rest is our part. Ja, dass der Alfa Romeo stand, versucht mich natürlich ein bisschen zu beruhigen. Muss das Rennen jetzt. Benutzt jetzt schon mal ein bisschen ERS, weil ich glaube, Lewis Hamilton hat all sein ERS verschossen. Oder er ist einer derjenigen, der wirklich sehr, sehr spät in die Box geht. Fragen wir nach. Fahrer vor mir. Didn't receive that. Repeat the message. Repeat the message. Fahrer vor mir. Hamilton's ahead of you. Our gap to the car in front is 2.4 seconds. They're on old mediums. Their tires are 5 laps old. Time last lap was a 1:34.6. You're gaining by 1.6 seconds a lap. Das ist jetzt natürlich das, was ich hören wollte von meinem Instructor, dass wir gainen, dass wir schneller sind. Oh, aber das wird wieder so ein Ding. Jetzt letzte Runde. I think we're gonna hold position here, guys. Oh, what do you think? Green flag. Yellow in sector 3, says my... Green in sector 3, says my instructor. Last lap. Ich glaube, die Mercedes-Leute sind zu schnell für uns im Rennen 2. Okay, Carlos Sainz ist ausgeschieden. Boah, aber 2,1 Sekunden zu Hamilton, das wird schwer aufzuholen jetzt in der letzten Runde. Wir fahren ja einen sehr, sehr starken Grand Prix im Alfa Romeo in unserem zweiten Rookie-Rennen. Wir sind von Platz 7 ins Rennen gegangen. Und wir hatten wirklich kaum Updates. Das Update, zwei Flügelklappen, ist gescheitert. Wird jetzt auch nach dem Jeddah Grand Prix Circuit erst fertig. Da gehen wir in Folge 3 drauf ein, Leute. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Folge 2, sehr, sehr up and down. Sehr, sehr crazy Start. Und sehr, sehr gute Recovery wieder. So wie in Rennen 1. Die Erfahrung fehlt einfach in Starts. Und da hoffen wir natürlich das Beste in Folge 3. Und ich hoffe, wir sehen uns beziehungsweise in den Top 5 beim nächsten Mal. Haut da rein, euer Tobey.